ein Wohnblock vor der Ortsgemeinde Buchs am Felbenweg 4. Das war am 2. Oktober. Ja, mit dem Werner Schwendener geredet. Also die 4,5-Zimmer-Wohnung sind zwischen 1500 und 1600 Franken, ist aber Ausbaustandard Eigentum. Also wir haben überall relativ grosszügig gebaut. Wir haben auch Materialien gut ausgesucht. Das hat eigentlich alles dahin, was man muss haben, wie man eine Eigentumswohnung hat. Also sehr hoher Ausbaustandard. Das war am 2. Oktober. Rund 3 Monate später, am 14. Januar, hat die Ortsgemeinde zum Apéro eingeladen. Die neuen Mieterinnen und Mieter und eben auch die Nachbäuerinnen und Nachbarn, um sich eben kennenzulernen. Ich habe ein bisschen mitgeschaut und mitgelöselt. Ich habe gemerkt, die neuen Mieterinnen sind begeistert von diesen neuen Wohnungen. Aber auch die Nachbäuerinnen und Nachbarn haben gesagt, wow, super Wohnungen. Und dann hat der Ratspräsident Heini Senn begrüßt. Es geht jetzt auch darum, dass wir haben noch Mieter eingeladen haben, dass sie die ein bisschen kennenlernen, also gerade wissen, mit wem wir es so haben, Mieter und Nachbarn. Ich denke, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist das eine gute Geschichte. Es ist so, ich habe in allen Wohnungen Licht montieren lassen und ihr könnt durch alle Wohnungen eigentlich schauen. Wir haben einfach gespiegelte Wohnungen. Auf der rechten Seite ist eigentlich das Ebenbild wie links und hat verschiedene Wohnungen. Im Erdgeschoss haben wir eine Terrassenwohnung, im ersten Obergeschoss hat es mit einer Lodge und zu oberst oben ist eine Attikenwohnung, die einfach ein bisschen zurückversetzt ist. Nehmt die Gelegenheit wahr, schaut mal in die Wohnungen rein. Es sind wunderbare Wohnungen. Jedes Mal, wenn ich durchlaufe, würde ich am liebsten selber hierher wohnen kommen. Es ist das Wetter und der Ausblick zur Zeit ist halt oben. Ja, stellen Sie euch vor. Geniessen den Abend, ich will es auch nicht zu lange machen. Wir können nachher durchlaufen, im Anschluss wird nachher ein kleiner Apéro spendiert werden. Machen Sie euch gemütlich, lernen einander kennen und ja, noch einen ganz schönen Abend. Ja, Hans, Felbenweg 4, Eröffnung heute. Ich glaube, die Leute haben wirklich Freude. Ja, die Leute haben sehr Freude. Es sind auch sehr schöne Wohnungen. Ja, und sind alle happy über die neuen Wohnungen. Mieter und Nachbarn, dass sie einen schönen Block dann dürfen haben. Ja. Und natürlich eine grosse Rolle spielen nicht nur die schönen Wohnungen, übrigens auch akustisch, ist jetzt alles noch leer, akustisch sehr schön. Vorher haben wir zwei Mieter gesagt, sie sind wirklich so weich, sie sind wirklich wohlig, heimelig. Aber natürlich spielt auch Preis eine Rolle. Also ihr seid natürlich auch preislich recht günstig unterwegs. Ja, das Ziel von der Ortsgemeinde ist immer, preiswerte Wohnungen anzubieten, aber trotzdem mit einem relativ hohen Ausbaustandard. Wir sehen es, oder du hast angesprochen, die Akustik, das ist mit dem Boden, haben wir extra geschaut, dass wir einen schönen weichen Ton haben und es akustisch sehr ansprechend ist. Ja. Jetzt sind es grosse Wohnungen, also natürlich durchaus für sagen wir mal Alleinstehende, aber natürlich auch für Familien gerechnet, oder? Ja, das war eigentlich unser Ziel gewesen, eigentlich Wohnungen anzubieten, 4,5-Zimmer-Wohnungen mit 120 Quadratmetern, mit 2 Bädern, mit genug Zimmern, einer schönen grossen Küche und eigentlich, dass wir das breite Publikum von Buchs ansprechen können. Und das gehört einfach auch zu dem Ziel der Ortsgemeinde, dass man eben so Wohnungsbau eben da anbietet?
Ja, das ist ein Ziel und da haben wir uns das Ziel gesetzt von der Ortsgemeinde Buchs, dass wir so Wohnungen auf dem Markt können anbieten und auch wenn anbieten. Und darum haben wir auch schon das nächste Projekt in der Pipeline, das ist mit der Churstrasse 41 und auch dort sind 3,5 und 4,5 Zimmer Wohnungen im Angebot. Demnächst der Spatenstich, gell? Demnächst der Spatenstich, ja. Am 28. Januar haben wir dort Spatenstich und wir freuen uns auf ein weiteres schönes Objekt von der Ortsgemeinde Buchs.